Hallo zusammen, mein Name ist Max Grönegräß. Ich bin beim Bundesverband Flachglas für die Kommunikation verantwortlich und heute habe ich mich verabredet mit dem Herrn Michael Elster. Michael, hallo. Hallo Max. Michael Elster ist einer der drei Mitglieder unseres geschäftsführenden Vorstandes. Damals war sein Einstieg in die Glasbranche allerdings recht klassisch. Du hast angefangen mit einer Lehre zum Glasermeister, Michael. Wie ist es damals dazu gekommen? Ja, genau. Ja, wie es halt oft so ist, wenn man in der Schule ist, weiß man erstmal am Ende der Schulkarriere nicht zwingend, was man denn unternehmen soll, was man denn für einen Beruf erlernen soll oder wie es denn allgemein weitergeht. Ja, mein Vater hat sich dann entschieden, eine eigene Glaserei zu eröffnen. Und daher hatte ich dann mehr Einblick eben in den Beruf und die Möglichkeit, den Beruf auch kennenzulernen. Und hatte dann mich eben entschieden, den Beruf des Glasers zu erlernen. Zunächst in Hadamar an der Glasfachschule für ein Jahr. Und ja, die Beendigung der Lehrzeit habe ich dann auch ganz klassisch quasi im elterlichen Betrieb ja, vollendet quasi. Gibt es da Dinge, die du aus deiner Lehre zum Glasermeister nach wie vor anwendest? Auch jetzt noch? Mittlerweile wenige, Hm, tatsächlich. okay. Eher andersrum. In der Industrie war es ab und zu noch gefragt, manche Fertigkeiten anzuwenden. Also es hilft manchmal schon, wenn man auf eine Baustelle fährt, dass man weiß, wie man Glas montiert. Also diese praktischen Dinge des Glasers helfen dann auch tatsächlich in einem Industrieunternehmen weiter. Oder das klassische Glas zuschneiden per Hand, auch das ist ab und zu noch gewünscht und gefragt. Das können gar nicht mal so viele in Industrieunternehmen, wohlgemerkt. Dann kommen wir zum Bundesverband Flachglas, für den du heute unter anderem tätig bist. Welche Bedeutung würdest du sagen, der Bundesverband Flachglas innerhalb der Glasbranche? Ja, so wie wir uns auch präsentieren, es ist wichtig, dass die glasherstellenden, verarbeitenden Unternehmen Mitglied bei uns sind, genauso wie eben die Unternehmen, die uns fördern, die Fördermitglieder, die Zulieferunternehmen. Ich sehe es als Sprachrohr, als klassischen Branchenverband, der sich um den Werkstoff Glas und die Anwendung und die Regelungen kümmert, um eben den Werkstoff Glas in der Wahrnehmung präsenter zu machen. Und um auch die Interessen der Unternehmen darstellen zu können. Also er ist das klassische Sprachrohr der Branche für die verarbeitenden und herstellenden Unternehmen. Und wie bist du damals Vorstandsmitglied geworden, beziehungsweise wie bist du überhaupt an den Bundesverband gekommen? Du hast ja neben deiner beruflichen Tätigkeit noch einige andere ehrenamtliche Tätigkeiten. Ja, in vielen Unternehmen gibt es ja die Tätigkeit der Verbands- und Normungsarbeit. Bei uns nennt sich das strategische Kommunikation. Die hatte ich damals vom Rainer Walk übernommen, der im Unternehmen andere Aufgaben übernommen hatte. Und daher bin ich zur Normungs- und Verbandsarbeit gekommen, erst klassisch in den Arbeitskreisen als mitarbeitendes Mitglied quasi, als Vertreter eines Unternehmens. Und ich hatte schon immer die Idee, und das war mir schon immer wichtig, strategisch und auch tätig zu werden, um auch im Unternehmen seine Aufgaben vorwärts zu bringen und genauso im Verband, also um die Themen zu setzen, um strategische Themen festzulegen, um da eben entsprechend ja, tätig zu werden und die Themen voranzubringen. Das heißt, das sind auch so die Ziele, die du persönlich jetzt als Vorstandsmitglied verfolgst beim BF, oder gibt es da noch einige andere Dinge, die dir besonders für den BF am Herzen liegen? Ja, zunächst einmal sind wir ja gewählter Vorstand der Mitglieder und vertretende Mitglieder quasi in unserem Kreis des Vorstands mit ihren Themen und Anliegen, die sie haben. Und versuchen diese Themen und Anliegen eben bestmöglich zu vertreten und voranzubringen. Dann kommen wir kurz zu einem Thema, das uns immer noch nicht loslässt, dieser kleinen Video-Interview-Reihe, die Corona-Krise. Wie ist man in dem Unternehmen, in dem du tätig bist, mit der Krise umgegangen, beziehungsweise gab es Schwierigkeiten? Das ist ganz unterschiedlich. Also da Interpen ja Teil der strategischen Allianz mit AGC ist, muss man das unterteilen, wo, wie, welche Probleme aufgetreten sind. Europaweit natürlich im Konzern bei AGC sehr, sehr deutlich wahrnehmbar, in den verschiedenen Ländern teilweise sehr deutlich wahrnehmbar, die Krise, bis hin zur Kurzarbeit oder Stillstand der Produktionen. In anderen Bereichen gar nicht. Viele Unternehmen, die international tätig sind, da hatten wir gar nichts gemerkt. Also es ist sehr unterschiedlich, je nach Land, je nach Segment und Sparte, war die Corona-Krise mehr oder weniger deutlich ausgeprägt präsent im Unternehmen. Der BF hat ja im Zuge der Corona-Krise auch das Unternehmensgespräch eingeführt, um auf die Mitglieder zugehen zu können und deren Probleme. Wie schätzt du denn persönlich den Einfluss der Corona-Krise auf die Glasbranche generell ein?
Das ist wie in die Glaskugel schauen, kann man schlecht vorhersagen. Also es ist wie allgemein in der Arbeits- und Berufswelt, es findet ein Wandel statt, bis hin zu dieser Nutzung der digitalen Medien, die wir alle stärker jetzt in unserer Arbeit wiederfinden, wie jetzt auch das Interview mit uns, ein Videointerview online. Wir sehen uns quasi nur über den Bildschirm. Sicher wird es auch in der Glasbranche so ankommen. Also wir werden die digitalen Tools stärker nutzen, wir werden vielleicht Präsenzveranstaltungen ergänzen. Es ist ein aktiveres Bewusstsein wahrscheinlich vorhanden, was bedeutet Digitalisierung, dass es alles gar nicht so abstrakt ist, dass man sich, wenn man sich damit beschäftigt, dass es eigentlich kein Buch mit 7 Siegeln ist, sondern dass es relativ gut umsetzbar ist. Es entwickelt sich alles weiter, wie gesagt, das wird auch die Glasbranche treffen. Das heißt, es wird ein deutlicheres Miteinander zwischen analoger und digitaler Welt geben. So ist meine Vermutung. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, und zwar zu deiner Freizeit. Du hast mir schon verraten, eins deiner Hobbys ist Arbeit. Würdest du sagen, du bist ein Arbeitstier? Ja gut, durch die Tätigkeiten, die man so hat, bin ja auch nebenbei als Sachverständiger auch tätig. Natürlich lässt das elterliche Unternehmen nicht ganz aus, wenn der Vater Fragen hat. Also Arbeit ist präsent, sowohl in der hauptberuflichen Tätigkeit, in den Verbands- und Normungsarbeiten. Sonst würde man es nicht machen. Die Arbeit macht Spaß. Natürlich ist das der Haupt-Zeiteinfluss, wenn man seine Woche so Revue passieren lässt. Aber nebenbei versuche ich so viel Zeit wie möglich mit meinen 3 Söhnen und meiner Frau zu verbringen. Und ein bisschen Sport zu treiben, Laufen, Radfahren, das Klassische, was man so macht.